Ja, Freunde, unsere letzte Woche war gefüllt mit ganz vielen kleinen To-Dos, die wir machen mussten. Unter anderem mussten wir uns für Kanada anmelden. Für das haben wir so ein Formular ausgefüllt, natürlich alles auf Englisch, hat aber wunderbar funktioniert, zum Glück. Dann haben wir einem Familienvater geschrieben, der schon länger mit seiner Frau und seinen 5 Kindern in PNG ist und haben dann wirklich mal bombardiert mit allen möglichen praktischen Fragen, die wir haben. Und wir haben mega Freude gehabt, hat uns sofort zurückgeschrieben gehabt, trotz Zeitumstellung. Und hat dann geschrieben, er gebe uns bis am Montag auf alle seine Fragen eine Antwort. Und da freuen wir uns mega drauf und sind gespannt, was die Antworten werden sein. Genau. Hi Freunde, wir haben euch ja gesagt, dass unser Flug zwischen dem 16. und 22. September wird sein. Jetzt haben wir aber gestern oben erfahren, dass das höchstwahrscheinlich nicht geht und wir wegen dem am 25. September werden fliegen. Und jetzt verschiebt sich natürlich wegen ein paar Tagen unsere Unterkunft und jetzt muss ich natürlich schnell das Telefon machen, ob es möglich ist, dass wir 3 Tage länger bleiben können. Und ich hoffe fest, dass es klappt. Genau. Noch ein schönes Tag, gell? Tschüss! Sehr gut, höchstwahrscheinlich klappt es, so wie es aussieht. Es steht eigentlich nichts im Weg. Aber wenn es jetzt bis heute Abend noch irgendein Telefon würde kommen, dann würde es nicht gehen, aber höchstwahrscheinlich geht es. Da sind wir natürlich mega froh. Dann können wir unseren Flug schon gleich buchen. So cool! Genau, 25. September wahrscheinlich. Ah, es ist so spannend! Genau, dann habe ich noch ein Telefon gemacht an den Tropenarzt, weil wir dort ja dann noch müssen Laboratum impfen. Und auch dort habe ich zum Glück gerade recht zügig Antwort bekommen, einen Termin bekommen und so können wir dann zu dem Tropenarzt gehen. Das ist natürlich auch gut, ist das schon erledigt. Und in all diesen To-Dos, die wir hatten, ist natürlich für uns die Familie immer der Ort, wo wir tanken können und ein Ort, der einfach für uns wichtig ist. Und so haben wir natürlich auch die Family-Zeit in der letzten Woche sehr genossen, die wir hatten. Genau. Und wenn ich gerade beim Thema Familie bin, ist für uns wirklich unsere Gemeinde, unsere wachsende Gemeinde, ein sehr grosser Halt für uns. Und dort drinnen sehen wir einfach auch eine Familie für uns und es ist cool, dürfen wir dort auch den Worship haben dürfen leiten diese Woche. Es ist einfach cool zu sehen, dass wir wirklich dort einfach einen festen Halt haben und eine Rückendeckung haben von Leuten, die einfach auch Vollgas für Jesus leben wollen und das ist natürlich mega toll.